Hallo und herzlich willkommen hier bei Curved. Ich bin Jan und ihr seht und hört mich durch die neue GoPro Hero 7 Black. Genau wie der Vorgänger, die Hero 6 Black, löst die 7 Black maximal in 4K-Auflösung auf. Aber softwareseitig hat sich einiges getan. Zum Beispiel gibt es jetzt neu die Time Warp Funktion. Das ist ein veränderter und ich finde auch ein verbesserter Zeitraffer-Modus. Der klassische Zeitraffer-Modus macht ja alle halbe Sekunde oder jede Sekunde ein Foto und setzt das Ganze dann zu einem Video zusammen. Der neue Time Warp-Modus nimmt die ganze Zeit auf und spielt das Video dann wirklich mit erhöhter Geschwindigkeit ab. Also 10-fache, 15-fache. Das kann man dann jeweils in den Einstellungen auswählen, was man da haben möchte. Ja, und dann gibt es noch eine neue Bildstabilisierung. GoPro selber sagt, ihr braucht den Gimbal nicht mehr. Der ist jetzt quasi in der Kamera verbaut. Wie ihr hört, ich bin hier am Hamburger Hafen an der Elbe. Genau, der Gimbal ist jetzt laut GoPro in der Kamera verbaut. Hypersmooth nennt sich das Ganze und soll einfach dafür sorgen, dass man, ja, dass die Bilder schön stabilisiert sind, das Ganze nicht mehr so ruckelt. Das habe ich beim Flag Football Training bei den Hamburg Pioneer Snappers ausprobiert und da konnte sich dann unter Flutlicht auf dem Rasen auch gleich die Restlichtverstärkung, die neu hinzugekommen ist, beweisen und ich bin mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Was sich ebenfalls noch verändert hat, laut GoPro, ist der Ton. Da soll sich die Qualität verbessert haben. Ich hoffe jetzt auch hier bei dem bisschen Wind an der Elbe, dass ihr mich gut hören könnt und auch merkt, dass sich der Ton verbessert hat. Darüber hinaus gibt es eine neue Benutzeroberfläche für den Touchscreen der GoPro, die meiner Meinung nach echt übersichtlicher geworden ist. Das Ganze lässt sich jetzt noch besser bedienen, wenn man die Kamera direkt bedient. Natürlich gibt es weiterhin die Sprachkontrolle und man kann die Kamera auch weiterhin über die App benutzen und da auch Highlight-Markierungen setzen. Und diese Highlight-Markierung setzt die Kamera auch manchmal automatisch, denn sie erkennt jetzt, wenn jemand jubelt, wenn jemand lächelt und markiert das dann als Highlight, sodass man da in der App später einfach mit wenig Aufwand sich Videos zusammenstellen kann. Denn das ist so mein Gefühl. Der ganze Weg von GoPro, natürlich weiter eine gute Bildqualität zu liefern, aber jetzt auch die Leute abzuholen, die nicht RAW-Bilder haben wollen und die Videos nachträglich selber groß und viel bearbeiten, sondern denen wirklich Funktionen an die Hand zu geben, um mit wenig Aufwand schöne Bilder zu bekommen. Und da gehört das Hypersmooth zu der Time Warp, aber auch die neue automatische Bilderkennung für die Fotos, die jetzt auch eine HDR-Funktion bietet und da mit wenig oder quasi mit einem Klick schöne Fotos liefern soll. Natürlich alles im Weitwinkelmodus, auch wenn man da in den Einstellungen ein bisschen was verstellen kann, aber es bleibt eine Weitwinkelkamera. Die neue GoPro Hero 7 Black ist ab dem 27. September erhältlich und kostet 430 Euro. Und ich finde, für das, was sie kann, ist das ein guter und fairer Preis. Man muss jetzt, wenn man die Hero 6 Black hat, nicht unbedingt umsteigen und sich die neue kaufen. Aber man kriegt für das Geld nicht nur eine gute Actionkamera, sondern auch viele nützliche, hilfreiche Zusatzfunktionen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu der GoPro Hero 7 Black, dann ab in die Kommentare damit. Und ansonsten sehen wir uns ja bald wieder bei Curved. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!